Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Wunderbar, Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung. Legen wir los in ein neues Abenteuer. Nicht neues Abenteuer, in einen neuen Abschnitt des Abenteuers. So ist das richtig ausgedrückt. Hier auf dem eiskalten Berg. Schauen wir mal, was passiert, ob wir alles so hinkriegen, wie wir es hinkriegen wollen. Musik ist gut. Hier kann ich einkaufen. Jetzt gucke ich mir nochmal meine Ressourcen an. Gut. Ich hätte mein Inventar vielleicht mal leer machen sollen. 18 Stück reichen hoffentlich. Wiederbelebung haben wir auch. Haben wir noch? Brauchen wir noch was? Das noch so. Das noch mit. Gut, ich habe Garou, ich habe Milana mit drin. Ja, die Waffenketten mal ein bisschen höher sein können. Also bei Milana könnte die höher sein. So. Und was kann ich bei ihr machen? Oh. Weiß nicht, ich habe die exakte Stelle auf der Karte markiert. Okay. Gut. Ey, dann geht's los. Ich guck's noch mal, guck nochmal hier rein. Aber ausgerüstet waren sie, glaube ich, alle. Dann können wir gleich richtig loslegen und durchstarten. Was habe ich denn noch? Keiner hat irgendwie Accessoires. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Das ist auch sehr cool. Bauholz habe ich auch noch dabei. Bei Goma-Kiste sowieso. Die Glückskatze aus Holz. Rune der Flut, cool, was ich alles. Rune der hohen Magie, was ich alles mit mir rumschleppe. Alles klar. Okay. Nicht lang schnacken, legen wir einfach los, Alter. Wir wollen euch ein bisschen ballern. Also nicht ballern, ballern, sondern durchballern. So ist es, glaube ich, gut ausgedrückt. Naja, schauen wir mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gleich die Kiste mitnehmen. Anti-Blindschal, Ressourcen mitnehmen, 35 Pelz. So, hier fällt mir das. So, mein lieber Demise, bist du auch am Zocken nebenbei? Ist bei dir auch wieder Zockung? X-Defined? Schon richtig der Pro. Oh, der tat weh. Der boxende Schneemann. So. Aha, okay, cool. Do you submit? Piece of cake. Erstmal schön 5000. Gottes Willen. Schneeboxer, ey, gleich mal ein Kreisel. Das läuft doch hier schon wieder wie am Schnürchen heute. RX Defiant, Also ich hab ja auch mal reingezockt. Mein Gott, hab ich auf die Fresse gekriegt.
habe ich auf die Fresse gekriegt. Das war schon ziemlich heftig. Vor allem auch in der Anfängerrunde. Aber ich muss dazu sagen, ich musste halt wirklich erstmal alles einstellen. Also Empfindlichkeit und so. Also ich bin damit noch gar nicht zurechtgekommen. Das muss erstmal alles justiert werden, wenn ich da irgendwas reißen will. Aber ansonsten habe ich richtig aufs Fressbrett gekriegt. Aber an sich ist es eine lustige Sache, also spielt sich ganz gut, aber ich habe halt schon ewig kein Shooter mehr auf dem Controller gespielt. Das ist es wahrscheinlich auch gewesen. Ja, und da bin ich natürlich ein bisschen eingerostet. Aber wenn ich ein bisschen Zeit finde, werde ich mal reinballern da. Naja, dazu muss ich mir erstmal wieder Corona holen, um Profi zu werden. Was nicht ist, kann auch werden, ne? Geht ja gerade wieder so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Sind einige, die sich damit angesteckt haben. Was ich so mitbekommen habe. So. Ist halt wieder schön, dass man hier zwei Wege laufen darf. Kann. Aber hier Kiste, ne? Schön Peridot-Brosche. Vielleicht kann ich hier gleich mal jemanden ausrüsten. Peridot war da auch, glaube ich, Kraft. Wie ging wir das denn? Ach, da kriegt der einen SP dazu schon, das war ja das. Ach, kriegst du das mal, die Glücksmarke. Ich weiß nicht, ob man Gift braucht. Anti-Blindschall. Einfach mal für dich. Einfach mal so auf. Ganz entspannt. Enemy sighted. Ready to intercept. Na, los geht's. Zeigt, was er könnt. Swords. Aber man kommt noch auf 35 nur. Hm. Ich müsste mal gucken, was sie eigentlich kann, so, ne? Die Nekromantin. Also von den Gegnern geht's gerade. Milana steigt auf, das ist gut. Gut, was kann ich denn gucken? Status. Fügt Gegner geringen Schattenschaden zu und kann Schlaf verursachen. Fügt vertikal Gegnerreihe 3 Runden mittelschwer. Brandmal des Opfers. Ja, das ist auch nicht schlecht. Damit bin ich ja schon in Berührung gekommen. Gibt Verbündeten 3 Runden lang Dunkelschaden Bonus. Und HP-Raubeffekt. Das ist ja aber krass. Ah, Milenas exklusive Rune erhöht den Schaden an Wiedergängern Gegnern um 50%. Krass. Ich sag hier krass, aber es ist wirklich krass, was sie abliefert. According to Miss Iris' instructions, this should be the first location. Ich muss noch die andere Seite checken. Okay, but there's no way forward. So be it. We'll just wait here a spell. I imagine that Marissa girl is probably hitting the trail right about now, huh? Ach so, jetzt switchen wir zwischen den Gruppen hin und her. Coole Sache. So she's a guardian, hey? I bet nothing scares that one. Girls like her are keepers, I tell you that. Say, Sane, you wouldn't mind if I took a crack at a little
International Diplomacy, would you? Valentin. International Diplomacy? Alter Charmeur. Yeah, you know, maybe just... Second Lieutenant. What? I didn't even get specific. It's our turn to leave, right? Yes, we've finished verifying the detonation site. You are clear to proceed. This will be a good chance to put in some practice before we hit the real battlefield. Gespannt. Of course I am. You think I came all this way just to let you have all the kicks? Besides, you lucked out. Any mission with me on the roster is guaranteed easy breezy. Das will ich hoffen für dich. Du bist nicht ausgerüstet, Junge. The Rock. Anführer der Hüter. Dwayne. May I join you as well, Marissa? Of course, Nell. You're always welcome. Thank you. This pleases me. Wave, on the other hand, I'll just have to put up with. Hey, not nice. Not nice. You were little, you used to follow me around everywhere. Called me Wei Wei, remember? When are you gonna let that go already? Gut, wir haben Spaß, auch in ernsten Situationen. Alwi and Lilowin seemed keen to come along. Ja, wir nehmen dann. Du bist erstmal Langdistanz, du musst nach hinten. Dich würde ich eigentlich auch nach hinten stellen. Wer kommt als Hilfe mit? Oh, Rohan stellt am Kampfende 20% der HP bei der Gruppe wieder her. Geil, das nehme ich mit. So, für den langen Kampf. Nehme ich Alvi, glaube ich, mit, ne? Ja, nehmen wir mal Alvi. Let's do this thing. Ready to hustle. Eupharius, wen habe ich denn noch für die erste Reihe? Vielleicht muss Marisa doch in die. Er hätte noch Potenzial, so ein bisschen. Ansonsten. Ach, hier, Hugo muss ich doch. Der kann doch noch mit. Wen habe ich denn dann? Meine andere Truppe, da ist Noah in der ersten Reihe. Da sind ja schon drei in der ersten Reihe. Ja, ich denke mal, es sollte passen. Hugo, wie kann ich denn Hugo vergessen? Das ist doch der richtige MVP da in der ersten Reihe. Alright. Marissa, I'm sending your team to the Eastern Ridge. Map and terrain scan complete. I have set a waypoint for the detonation site. Perfect. Let's get moving. Alles klar. Auf geht's. Gut, da gibt's auch wieder mehrere Wege. Arlene ist auch da. Ach du meine Nase. What are the odds of running into you here? Lean? I should be asking you the same thing. Hooray! I am so glad you're all right, Lean. Hey, the runes always smile on this lucky girl. Yes, I am well aware. So, what you doing here? Ja, wir haben serious business machen wir hier. What are we doing here? Pooh, Pooby Pooh. We're in the middle of trying to slow the Imperial Army's advance. Ist richtig.
Very interesting. I thought trouble might be brewing, and by gum, my intuition was spot on. Guess I'll just have to help out. Ach komm, leck mich doch. Jetzt muss ich die auch noch mitnehmen. Ihr seid doch alle nicht mehr ganz knusper in der Birne. Ja, sie ist ein Langkämpfer, okay. You know where to find me. Ihr seid nicht ganz knusper. It feels nice to travel with you again, Lean. Dafür müssen wir aber Albi zurücklassen. Lean, wo warst du denn die ganze Zeit? Ah, das Altertum hat gerufen. Meine Güte. Hubi. So, jetzt muss ich mal gucken, was kann denn Lean? Nix, gut. Gucken wir mal hier. Lean. Erhöht die anfänglichen SP zu Beginn des Kampfes um 1, erhöht MP um 15, erhöht HP um 15. Knaller fügen Gegnern geringen Beschwerden Schaden zu. Okay. Ja. Dann schauen wir doch mal. Also wir machen das ja alles hier, um die Truppen aufzuhalten. Die der galdeischen Truppen. Kiste, magisches Weihwasser. Weil wir die ein bisschen aufhalten wollen. Das ist mal ein krasser Angriff. Bam! Oh, Hugo haut wieder rein. Perfekt. Well fought, my chum. It's my duty to keep getting stronger. Jawohl, und wieder die Erfahrungspunkte. Wunderbar, also die Gegner machen nicht so viel Ärger, das ist schon mal schön. Genau. Also wir haben uns in drei Gruppen aufgeteilt, weil wir an unterschiedlichen Orten Sprengungen ausführen wollen, um wahrscheinlich eine Lawine auszulösen oder einen Felssturz oder sonstiges, um die gegnerischen Truppen aufzuhalten. Knallt wieder ordentlich. Oh, 88, na, so nicht schlecht. Schön gestunt noch. So habe ich das auch gerne. KKKK. Ach, der heilt ja 20%. Ist das geil. Die sind einfach komplett geheilt. Das ist ja richtig gut. Ey, ich bin begeistert. Not to be cliche, but are we there yet? I don't think so. Scanning terrain and comparing against map data. No, we are only halfway. Schade. Oh, what's the matter, Marissa? You fizzling out already? You were always a ball of energy in the Great Wood. Guess the mountains aren't quite your playground? I'm not fizzling. Guardians don't fizzle. But, yes, I suppose I do prefer the forest. You just feel the life all around you there, you know? Waxing poetic so she doesn't have to keep climbing. Clever. I am not.
I am not, Poopy. Come on, let's keep at it. Yes. According to Miss Iris's projections, we're supposed to be the first group to reach our position. Hm. Ja, wunderbar. Dann machen wir weiter. Aber erstmal muss ich in der Ecke hier gucken, ob da irgendwas ist. Pelz. Und Kiste. Elementarer Kristall. Jetzt bin ich hier neugierig. Erhöht magische Attribute Resistenz leicht. Gut zu haben, glaube ich, ne? Kann nicht schaden. Oh, da sind wieder Eierdinger. Dann gibt's vielleicht gleich wieder Eier. Wie soll einfach keinen Schaden machen? Knallt wieder ordentlich. Ich bin sehr zufrieden. Ich fühle mich nicht different. Ich fühle mich gut. Ich finde es gut, dass es so gut läuft. So, hier ist doch bestimmt noch was. Opalarmreif, ey. Ich hab nicht mehr so viele Ressourcen. Nicht mehr so viel Platz. Adventuring like this reminds me of when I first met you and Nil. You mean the rune barrows? Where we found her? Mm-hmm. My contiguous memory begins the moment I met you two. It is a very special moment. I made certain to create several backups. I remember how surprised I was when you all came back to the village. I never met such unusual people. Ich hab mein Trinken vergessen, fällt mir gerade auf. Einfach mein Trinken vergessen. Skandal. Hey, I'm not unusual. I mean, outside of being exceptionally lucky and blessed. I disagree with your suggestion that Lean and I belong in the same category. We should be nearing the location the luscious professor told us about. Die dralle Professorin. Mhm. Oh, we're at luscious now? Drall, ja, da haben wir auch gerade gefragt. Referencing terrain. Initiating sonic scan. This is the place, with certainty. Great! Now let's go set that runic charge thingy. I've got places to go, people to see. Busy girl over here. You're wandering off on another adventure? Noah's already worried about you, you know. Ah, it'll be fine. I trust him. He trusts me. No big deal. I'm placing the charge. Wunderbar. The runic charge is armed and in position. Beautiful! Another mission in the bag! What would you say it contributed this time? 70%? More? Naja, übertreib's nicht. I hope Noah and Sane are having similar luck. Kobe. Das hoffe ich auch. Jetzt müssten wir bestimmt Noah. Ja. Und der geht mit den vier. Da ist die vordere Reihe ja schon voll. You know, when we first set off to explore the barrows with the kid, I never thought it would spiral into a mess like this. Tut mir leid. The world works in mysterious ways. You can say that again. Still, such things are what makes life interesting. Come on, K.
kiddo, we ain't gonna let Sane and Marissa outdo us, right? Get those legs moving! Since when is it a competition? Who else do you wish to join you? Auf jeden Fall Francesca. Auf jeden Fall Francesca. You're safe in my hands. Und wen nehme ich noch? Wen habe ich noch auf Langdistanz? Sie war eigentlich auch ganz cool. Aoi könnte ich mitnehmen. Harry könnte ich mitnehmen. Aber 191 HP ist schon wenig. Melor könnte man, aber hat nur Level 4 Waffe. Leon, stimmt, den habe ich ja auch. Die Frau mit der Bazooka würde mich ja schon mal reizen. So ein bisschen. Stimmt, den Kraftmagier. Brunella. Ach Gottchen, wen nehme ich denn? Ich nehme jetzt einfach mal Yelou mit. I will try my best. Und dann gucken wir mal, sollte auch passen. Achso. Here's the charge. Ich brauche ja noch meine Hilfe. The Northern Ridge, right? Yeah, I've already got it implanted in the old noggin. This mission is in good hands. Entschuldigung, vergessen. And you remember the rest of the briefing? All of it? Yep, absolutely no problem. Like I said, good hands. Great hands, in fact. Excellent hands. Well, we know Leon is functioning correctly. I am nothing if not consistent. Consistently adorable, consistently dashing, consistently Leon. Which is what we're afraid of. Well, Captain, you ready to lead the watch one more time? Yep. Let's get moving. Auf geht's, Freunde. Muss nur noch mal kurz zurück. Hier jemanden mit. What's the matter? Brauche noch Hilfe. Wahrscheinlich nehme ich Nell mit. Damit ich mehr tragen kann. Und, ich hol schnell mein Trinken. Sonst verdurste ich ja hier. So, da sind wir doch wieder. Alles ratzifatzi hier. Geht doch ganz schnell in meiner Suite. Luxus, Penthouse, weiß ich nicht, Wohnung. Dauert halt ein bisschen, bis ich in der Küche bin, ne? Muss ja erstmal hier durch die ganzen Ebenen und Räume und Flure und was weiß ich alles, ne? So. Man kennt es doch, oder? Hätte man mir auch bringen können, meinst du, ja? Weiß ich nicht. Natürlich hätte man es mir bringen können, aber ich glaube, da ist jemand auch sehr beschäftigt nebenbei. Selbst ist der Mann. Ich mach's mir selbst.
So, was haben wir jetzt? Mit der dritten Gruppe den Berg besteigen. Let's get it done. Sturmtiger Sonic Wolf. Also, da sind nochmal ganz... ganz andere Kaliber am Start. Oha! Das war ja mal ein bisschen Schaden. Oh, die frisst aber auch Schaden da vorne, ey. Schön erstmal mit dem Item wiederbelebt. Supi. Passt doch. So, Liane hat eine neue Rune. Wunderbar. Weiß nicht, ob mich das jetzt so interessiert. Auf jeden Fall kann ich mal heilen. So, mal ein bisschen Heilkraut verballern. Ja, jetzt muss ich erstmal oben lang gehen und gucken und dann muss ich unten den Weg nochmal gehen. Sonst triggere ich jetzt ja oben schon die Sequenz und da habe ich keine Lust drauf. Weil hier wird da bestimmt was sein. Rune der Krönung des Scharfschützen. Das klingt irgendwie gar nicht mal so schlecht. Ich bin gespannt, was sie kann. Oh, die haut aber auch einen Schaden rein. Mein Gott. Mit so einem normalen Angriff. Francesca haut daneben. Oh. Farewell. Victory. I am grateful for any opportunity to grow. Ich bin immer begeistert, was der einzelne Charakter so für Moves raushaut. So, jetzt wieder alles zurück und dann einmal von außen lang. Da ist Kiste hier. Anti-Schlafschale, habe ich gesehen. Scheinbar brauche ich das ja vielleicht irgendwie, ne? Wenn die Anti-Blind, Anti-Schlaf. Vielleicht wollen sie ja einem einen Hinweis geben damit. Oh Gott, das tut ja weh. Wunderbar. Bin zufrieden. Erstmal heilen. Wunderbar. Gefällt mir. Alle geheilt. Ne, hier. Naja, sie hat halt nicht so viel Verteidigung, ne? Nur 169. Aber was willst du machen? Da muss ich jetzt durch. So. Oh, hier nochmal. Nein, ich lass mich das doch looten. Was ist falsch mit euch? Wait, Liane. Isn't this the place Ms. Iris mentioned? The what? Look out, Noah! Kravas, dead ahead! Yeah. Good thing I didn't forget the briefing. You definitely forgot the briefing. I made you think I did. Mm-hmm. Yikes. No way we're getting across this.
One has to admire Ms. Iris's expertise. She was able to visualize these obstacles merely by looking at a map of the terrain. Just goes to show, wars are fought by more than just the folks swinging the swords. Agreed. We never would have gotten this far without everyone's help. Let's give the lieutenant the signal. If everything went smoothly, his team should be in place. Ich bin gespannt. Ooh, I want to do this part. Yodelay! Hey, what was that for? You are about to yell. Wrong! I was gonna yodel! Any kind of noise can be enough to set off an avalanche. Holla-di-hitty. I'll just use my rune lens to send a visual signal instead. Das ist ein bisschen cleverer, ja, als jetzt hier loszujodeln. There it is, sir. Noah's signal. I've got eyes on where they're cut off. Good. Paul, make your preparations. On it. Okay, let's see. Based on her projections. Okay, there. I checked my calculations against Ms. Iris's map and put the marker in position. We're good to go. The rest is up to you, Lieutenant. Auf right. Geht's. Feels like I've seen this picture before. Aber das hätten sie auch vorher machen können, oder? Warum haben sie jetzt gewartet, bis wir da sind? Das verstehe ich nicht. The scenes folks really know what they're doing. Naja. Aren't we all behind the scenes on this mission? Fair enough. Let's give Sane the second signal. Leave it to me, Yoda. Oh, right. Ah, es hätte auch ruhig mal jodeln können hier ein bisschen. There's the second signal, sir. Looks like Noah's team will be able to cross. That's one objective down. Now we just have to place the bomb. Right. Let's go. Guten Abend und direkt im Lurk. Vielen lieben Dank, einen wunderschönen guten Abend an dich, lieber Mokrimirjan. Und vielen Dank für den Lurk. Hab einen schönen Abend. So. Heilen? Heilen wir mal, ja. Heilen. Und auch einen schönen guten Abend an dich, Greel. Ich hoffe, dir geht's gut und dass alles soweit im Lot ist bei dir. So, mehr gibt's. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich musste hier nochmal. Erkunden. Ich habe jetzt schon wieder so ein Kurzzeitgedächtnis, dass ich mir alles vergessen habe gerade. Dein Lieblings-RPG-Gamer. Da lacht mein Herz. Da lacht ja mein Herz. Da fühle ich mich sehr geschmeichelt. Vielen lieben Dank für dieses Kompliment. Muss ich aufpassen, dass ich nicht rot werde. Leider ist es ja auch der Peridot-Brosche zweimal. Okay, Tasche ist voll. Leider bleibt es auch bei den
bei dem einen Stream in der Woche jetzt, also in dieser Woche. Leider schaffe ich nicht mehr. Heute ist der einzige, dafür gibt es einen langen. Weil, wie schon gesagt, am letzten Freitag kommen. Tasche ist voll, die mir jetzt nicht auf den Sack hier. Kommen meine Eltern zu Besuch übers Wochenende. Und dann ist halt mit Stream ist ein bisschen schwierig, ne? Vivan Lederschuhe, da ist aber hier zugebollert. Da ist das ein bisschen schwierig. Ich habe es eingangs gesagt. Klar kann ich die Eltern halt alleine im Wohnzimmer lassen und ich schwing mich hier vor. Komm, Mutti und Fadi kommen dann mal um die Ecke. Ausweichchancen, Moderator. Mutti und Fadi kommen dann mal hier kurz um die Ecke, sagen Hallo und seid neugierig, was der Sohnemann denn da so treibt. Aber wir müssen Family Time dann haben, wenn sie schon da sind, ne? Let's get this over with. Du hast das Spiel im Grunde durch und musst jetzt nur noch das tolle Beyblade-Minispiel spielen. Krass. Da hast du ja ordentlich durchgezogen, oder? Wenn du jetzt durch bist. Nicht schlecht. Ich denke mal, es hat dir gut gefallen. Sonst hättest du wohl nicht so das so schnell durchbekommen. Oh, ein Champion Eye. Ein Champion Eye. Jetzt bin ich bereit fürs Eierrennen da. Die sollen sich hinter dich sitzen und über ihre gute Pong-Zeit reden. Und dass ihr Kind mal was Vernünftiges machen soll. Ich glaube, Pong ist noch zu früh für sie. Also sie sind auch sehr, also früher vor allem haben sie auch gerne gespielert. Wir hatten ja den grauen Gameboy, den Ziegelstein. Da haben sie auch viel Mario und Tetris gesuchtet. Vor allem Tetris haben sie gesuchtet im Urlaub, da kann ich mich mal dran erinnern. Da haben sie mal sehr viel Zeit reingesteckt und Highscore um Highscore gejagt. Deswegen, ich bin ja eigentlich quasi damit so groß geworden, so weil der graue Gameboy, den wir hatten. Dann durch meinen Opa, der hatte ein Super Nintendo, später dann die PlayStation, die PS1. Also ich war ja immer irgendwie von Gaming umgeben. Ich hatte gar keine Chance, mich dahin zu entwickeln, was ich jetzt bin. Ich würde sagen, haben meine Eltern alles richtig gemacht. Based on Miss Iris's map, we should be approaching the detonation site. Yeah, this is the place. Time to bust out the runic charge. Lassen wir es krachen. I designed the lens regule. Code L took care of the raw lens refinement and magic siphoning. And Ivy engineered the yield adjuster mechanism. I read Code L's dissertation back when I was living in the Empire. I never dreamed of meeting him, let alone collaborating with him. Ist der so berühmt, ja? And Ivy works with such finesse. I mean, that mechanism is like a living thing. I clearly have a lot to learn. Sounds like Paul's got a new favorite girl. Better keep that passion in check before Sylvie gets jealous. What? Hey, no! It's not like that at all. What do you think, Zane? How bad has Paul got it? No! I don't have anything! I may be the wrong person to ask, but
I don't think there's anything wrong with Paul falling for someone. Das ist richtig, ja. Which I didn't. Lass den armen Jungen doch. Play for the Academy Barracks, yes? Right now we should set the charge and head back. Exactly. Thank you. What she said. Okay, that should do it. The Regul will ensure that all three charges detonate at the appointed time. This is going to be quite the show. Ja, da denke ich auch, dass das endlich knallt. Noah and Marissa had equal success. Yes. Let's hope indeed. Ich habe einen Gameboy mit 6 Jahren geschenkt bekommen und mein Vater hat ihn mir immer weggenommen, weil ich zu viel spiele, damit er spielen kann. Are you sure it's safe? We're not gonna, you know, whoosh through the snow? It seems to have settled well enough. Ist auf jeden Fall eine gute Taktik vom Vater gewesen. Still, it never hurts to be careful. Ich habe dann später den Game Boy Color bekommen. Weiß ich auch noch. Game Boy Color war auch immer eine wilde Zeit auf Klassenfahrt. Pokémon spielen. So, die ganze Pokémon-Zeit, das war... Das war krass. Wenn es dann auf Klassenfahrt ging. Horn der legendären Bestie. Nicht schlecht. An der Stelle habe ich mich gefragt, ob sie was anderes sagen würde, wenn du CJ noch nicht rekrutiert hast. Na, CJ habe ich ja, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Die muss ich erst rekrutieren. Aber generell, was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich diesen Code L noch nicht getroffen hätte? Würde dann, würde der ja gar keine Erwähnung finden eigentlich, ne? Dann würde der ja auch nicht auftauchen, weil der Code L ja optional ist. Also müssen sie ja irgendwie schon die Dialoge auch so geschrieben haben oder abgewandelt haben. Gut, Code L meintest du, wir verstehen uns. Die müssen ja die Dialoge dann irgendwie schon so geschrieben haben oder abgewandelt haben. Das, was ist, wenn du den Charakter nicht hast, ne? Oh, Francesca, du siehst aber nicht gut aus. Mal so. Ich denke mal, es wird es für einige Szenen geben, oder? Dass man sich da irgendwie so Alternativen einfallen lassen musste. Wenn der Charakter nicht da ist. Oder die sind halt davon ausgegangen, dass man Code L bis dahin rekrutiert hat. Das kann natürlich auch sein. So, darum war ich... Ansonsten dürfte jetzt nichts mehr Spektakuläres passieren, oder? Oh, wir müssen speichern. Oh. Gibt's doch noch einen Bossfight? Ein Bossfight muss doch sein. Site, Leanne. We there yet? Yep. I mean, sure. I mean, I think so. I thought we were in excellent hands. Watch it, kiddo. I've been doing this job days longer than you. Now, where did I put that map? Ach, Leanne. I'm fairly certain this is the place. What? Mimi, you remember? Miss Iris had already given me a look at the map when you snatched it away. Huh. Lady knows how to set up a contingency plan. Ha!
Just set the charge already and make it snappy. Feuer frei. Yeesh. What did you do for fun in the 2 days before I came along? All set. Now we just wait for go time and kaboom! Irgendwas muss doch passieren, das liegt doch hier viel zu reibungslos. To be significantly less passable. Then turn around and go home if we're lucky. But even if not, it'll cost him a whole bunch of time. Das wirkt alles zu einfach, muss ich sagen. I would like to think so, but nothing is a given considering the craftiness of the Dukes. Deswegen. Shall we head back, Noah? Yeah. Let's hope Sane and Marissa manage to pull their side of this off. I don't see why not. Both are leading exceptional teams. Yup. I mean, we can't be the only perfect ones. Damn right. Oh, mal ein bisschen die Aussicht genießen. Jetzt runter vom Berg. Schon seltsam. Ist schon seltsam, wenn alles glatt läuft. Du bist einfach zu gut. Die Mission ist noch nicht beendet. Passt auf. Deswegen, da ist doch noch irgendwas hier im Busch. Irgendwas passiert doch jetzt. Let's do this. Oh, 165, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Lian. Das ist auch ein Scheiß-Move von ihm. Ist auf jeden Fall wieder schön, Francesca in der Party zu haben. Mit Francesca fühle ich mich besser. Da fühlt sich das Team wieder vollständig an. So, hier gibt es wieder ein bisschen Pelz. Hat sich ja wieder regeneriert. Und jetzt schnell runter. Zack, zack. Ah, ich hätte gedacht, jetzt da, wo der Speicherpunkt war, dass das irgendwie auf den Bosskampf schließen lässt oder ähnliches. Schlag doch nicht immer daneben, Mensch. Dich nehme ich nie wieder mit. Heilen. Sicherheitshalber. Okay, mit der Truppe dürfen wir hier wieder ganz runterlaufen. Vielleicht wäre ja gemein, wenn man mit jeder Truppe nochmal runterlaufen müsste. Wenn die sowas machen. Works and we managed to stall the Empire. So, my master's suspicions were on the mark. Da ist es. Da ist die Überraschung. Who's there? Da ist er. A king walks this way, and all the rats can do is scurry and defile. I cannot abide such wickedness. Mach dir mal locker, Heinrich, Alter. Ah, Pawn of Aldrich. Full of yourself. Got it. Of course he'd have someone sniffing around here. Stay sharp, everyone. This is no ordinary foe. Yeah, I feel it too. We're in big trouble. Now, repent in blood!
Heinrich ist ein bisschen aggro. I just hate resorting to violence. So, Heinrich. Was machen wir mit dir? Vielleicht kann ich ihn blenden. Ich heile mal vorsichtshalber. Hat's was gebracht? Der hat gerade schon reingehauen. Bei Mio. Der heißt wohl eher Weinrich, wenn du mit dem fertig bist. Würde mich dann noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, was Heinrich so auf Lager hat. Auf jeden Fall kann der ordentlich Schaden machen, wenn man nicht genug Verteidigung hat. Bums. 221, wunderbar. 111, wunderbar. Oh. Haut der mich fast komplett aus dem Leben. Haut der mich fast komplett aus dem Leben, der Heinrich. Warte mal auf den rücksichtslosen Schlitzer. Er macht den Doppelschlitzer. Nochmal Angriff. Sie könnte vielleicht mal Heilkraut werfen. Trotzdem die Wiederherstellungswelle. Sicher, sicher. Oh, 185, Alter. Das. Die hat da vorne auch nichts zu suchen. Aber man muss die ja leider mitnehmen. Oh. War nur ein Showkampf, Heinrich? Ach komm, so. Ey, wir haben uns ja gut geschlagen, oder? Der war jetzt hier nicht übermächtig stark. You cannot harm me. My spirit is hardened steel. My fealty unassailable. Mm-hmm. And that is the last truth you will ever know. Noah. Who's this guy? General Heinrich. General Heinrich. An Imperial general. Sounds like a fight's brewing. No, we don't fight this man. We run. Oh, thanks for the vote of confidence. That's not why we should run. What do you mean? Gleich knallt's. Tick, 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 boom. What have you done? Oh, jetzt haben wir Heinrich noch wütender gemacht. Quickly, everyone. I'll kill you yet, you maggots! Heinrich müssen wir ein bisschen Anger-Management betreiben, glaube ich. Der wirkt ganz schön aggressiv. Is everyone all right? Our team's all accounted for. Ours too. Likewise. Also, guardians don't die on mountains. Wait, where's Lean? You don't think she... Lean was here? She's fine. Took off a while ago, actually.
Something about having things to do. Also concerning. So you recognize that guy, Hildy? He's Aldric's man. The Dukes gave him a seat at the table in exchange for quelling a rural uprising. He's usually quite level-headed, until the wrong thing sets him off. You don't say. I sag ja, anger management. Why do I feel like we're gonna run into him again? All that matters now is that the operation was a success. We should hurry back to Athrebald. Good idea. We got a head start, and we should use it. Alles klar, machen wir. We should all be proud of what we accomplished here. Guess we'll start back too. Real battle's still ahead of us. Stimmt, da kommt ja noch eine Schlacht, bestimmt eine große, ne? Hey, da waren Ressourcen, die will ich haben. Going that way. Ey, da sind Ressourcen. Och, Mann. Ich will doch looten. Einfach nur ein bisschen looten. Ah, nun gut, nun gut. Dann halt zurück nach Athrebald. Athrebald. Hier brauche ich ja noch das Gericht, was nach Fisch schmeckt, aber keinen Fisch enthält. Das suche ich jetzt noch. Müsste ich mal in meinen Gerichten nachschauen, ob da irgendwas in die Richtung ist. Hat alles gut funktioniert, da kann nichts schief gehen. Das denke ich doch auch. War alles souverän. Bevor dann die große Schlacht kommt, würde ich nochmal versuchen zu rekrutieren, was geht. Nochmal schon so richtig Rekrutierungslauf machen. Damit die Truppen auch gut aufgestellt sind. Now we need to prepare for a direct confrontation with the Dukes. So, letztes Stück Schokolade. Nom, 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 nom. We heard the operation was a smashing success, Noah. Mm-hmm. Skillfully executed, Commander. You've delayed the Imperial invasion for weeks, at least. Any tidings from the Kinani army? They're preparing to march and will arrive in Athrebald in several days. Now we can face the Duke's forces at our full strength. I'm going to wash that smirk off his face with his own tears. And yet, I still have two concerns. The Revenant Horde and the Kinani army's sluggish pace. They must still be struggling to stay provisioned. Pardon the intrusion, ma'am. Mm-hmm. Yes? What is it? I have a message from our scouts stationed near White Crown Pass. The Empire is conducting a large-scale construction effort to bypass the demolished trail. What? How long until they break through? They've deployed massive numbers of laborers and engineers. I'd say we have only a matter of days before they march on Athrebald. Ja, okay. Hat sich irgendwie dann ja gar nicht gelohnt. This can't be happening. Das hat sich ja dann irgendwie gar nicht gelohnt. So. Hm. Ist ja alles ein bisschen komisch. Damn you, Aldric. Na, die haben halt eine zu große Streitmacht, ne? Zu viele Ressourcen. Da können wir nicht mithalten. He clearly planned for the possibility the pass might be compromised. More significantly, this tells us Duke Aldric has taken full control of the Empire and isn't afraid to wield his newfound power. We ran into one of his generals in the pass. It's clear he wasn't just there to look around. Electra, your counsel! The Kinani troops will reach us in time, yes? I will send a runner and request they make haste, Your Majesty.
However, it is anyone's guess which army will reach Athrobalt's walls first. If they arrive simultaneously, it will throw our plan into chaos. We must stall the Empire. And what do you propose? We take the troops we have and bring the battle to them. That will slow their advance and buy us time. Klingt wieder nach zwei Schlachten hintereinander. Once we unite with Kinan's troops, we can fight a more decisive battle. It's the only choice now that waiting is off the table. But can we win? There are no absolutes in war, but you either grab the beast by the horns or get gored by it. I concur with General Electra's proposal. It's the only choice. Looks like we'd best brace for some rough days ahead, Noah. Oh, das wird ganz schön turbulent. Yeah. I should have seen this coming. I hate that stupid man and his stupid, filthy smirk! Ugh! You can't do him in with words, Periel. Well, I'm sure it's everything going to try! In any case, the Alliance must fight the next battle without Kinan's assistance. I'll ready the troops at once. Cassius? About the matter we spoke of? Of course, sire. His Majesty, King Yuma, has decreed the Alliance take temporary command of Eucris's army. Mm-hmm. The Empire's might is vast. We cannot defeat them if we continue to behave like sheep with too many shepherds. Okay. Henceforth, you may give me orders as you see fit. Is this acceptable, Noah? I know you can lead us through this battle, so I wish to remove every obstacle. Thank you, Yuma. King Yuma. Sei doch nicht so pingelig. It's fine, Cassius. Wir sind Freunde. If that's settled, I'll include the Eucrisian forces in my preparations. Commander Noah, you should rest. But I want to help. You can help by being primed, poised, and ready to act at the crucial moment. That is what a true leader does. Can't have you kneeling over before the big day now, can we? Now go on. Off with you, shoo! Shoo, shoo. Husch, husch. Ins Körbchen mit dir. Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, Sachen zu machen. Is it me, or did she just kick me out? You're our head honcho, and people worry about you. But exactly. So let's go to an inn and get you a proper night's sleep. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt's hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.